Die Intensivstationen Vorarlbergs, das sind jene Abteilungen, die dann zum Einsatz kommen, wenn alles andere nichts mehr hilft. Aktuell liegen 24 Menschen auf den Intensivstationen. Die Zahl ist zum Glück in den vergangenen Tagen etwas zurückgegangen. Und ich begrüße jetzt bei uns Frau Dr. Claudia Riedlinger. Sie ist Intensivmedizinerin am LKH in Bregenz und im Vorstand der Vorarlberger Ärztekammer. Frau Dr. Riedlinger, Sie haben ja als Oberärztin täglich mit Intensivpatienten zu tun. Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, auch direkt in die Leserfragen einzusteigen. Alexander M. fragt, wie hoch war die Intensivbettenauslastung in den Jahren vor Corona? Und damit verbunden ja auch diese Nachfrage, wie schwierig es ist zu erfassen, welche Betten denn jetzt reserviert sind, da sind, frei sind und wie schnell wir dann überhaupt an der Grenze sind. Also die Berechnung der Intensivstationen geht von einer durchschnittlichen Belagszahl von 70% aus. Wenn 70% Auslastung auf Intensivstationen regelmäßig überschritten wurden, dann müssen zusätzliche Betten gebaut werden und auch mit Personal dementsprechend ausgebaut werden. Diese Zahl, diese 70%, hatten wir mit den 46 regulären Intensivbetten, die wir in Vorarlberg laut österreichischem Krankenanstaltenplan auch haben, sind wir immer gut ausgekommen mit diesen 46 Betten. Aber wie Sie gerade gesagt haben, wenn heute zum heutigen Tag 24 Patienten mit derselben Erkrankung auf der Intensivstation liegen, kommt das dann zum Überlaufen. Ich verstehe auch, dass es für den Laien sehr schwierig ist, diese Prozentzahl der belegten Betten zu deuten, weil laut der Taskforce und laut dem Katastrophenplan, den wir dann in Kraft setzen, können wir ein gewisses Maß an zusätzlichen Überwachungsplätzen und professorischen Intensivbetten aufmachen. Und wenn wir 10 solche Betten eröffnen oder da aufmachen, sind die numerisch dann drinnen und dann kommt natürlich eine Belegung von weniger Betten, von weniger Prozent heraus. Wir lesen jeden Morgen in der VN, es sind nur 24 oder 32 und in Summe steht da 56 oder 58 Betten. Die Politik sagt, kein Problem, das Gesundheitssystem ist an der Grenze, aber es ist alles noch irgendwie gemacht worden. Wie ist das denn so, wenn man am Wochenende im Dienst ist und ein Bett für einen Patienten braucht? Also wir haben uns in all den Wellen schon damit angefreundet, dass wir, nachdem wir unsere Patienten angeschaut haben, dass wir als nächstes in den Bettenplan der Landeskrankenhäuser hineingehen, damit wir, wenn wir keine Betten mehr haben, schon im Vorfeld wissen, welches Krankenhaus hat noch Kapazitäten und wir schließen uns kurz, wenn es sehr eng wird, dass wir auch entsprechend Vorlaufzeit haben zum zusätzliche Betten aufmachen oder für Überwachungspatienten solche Betten für kurzfristige Spitzen zum Abdecken, die auch personell abdecken können. Wie gesagt, wir brauchen auch hier Vorlaufzeit, weil die Intensivpflege speziell ist natürlich sehr, sehr strapaziert jetzt und voll mit den Intensivpatienten und Intensivstationen, die eröffnet sind, beschäftigt, sodass wir dann zusätzliches Personal aus der Anästhesiepflege abziehen müssen und jonglieren müssen, wo wir hier dann dieses zusätzliche Bett freimachen können. Apropos zusätzliche Betten, das ist eine Frage, die so einfach wie sie ist, wahrscheinlich schwierig dann auch in der Beantwortung ist. Aber warum macht man nicht einfach mehr Intensivbetten? Die Intensivbetten und die Beatmungsgeräte sind ja nicht das Problem, sondern das Problem ist die Intensivpflege und auch die ärztliche Betreuung dieser Patienten. Die Betreuung dieser Patienten ist sehr personalintensiv, sodass das fast eine 1:1 Betreuung rund um die Uhr gewährleistet sein muss. Und die Ausbildung zur Intensivfachkraft bedeutet ja, dass nach der regulären Ausbildung zum Krankenpflegediplom oder auch der FH eine zusätzliche weitere einjährige Fachausbildung für die Intensivpflege notwendig ist, bevor die dann auf den Intensivstationen arbeiten können. Sodass natürlich das nicht so einfach ist, einfach sagen, okay, wir machen jetzt nochmal 3 Betten auf, wir brauchen dann halt nochmal rund um die Uhr auch intensiv geschultes Personal. Und es ist ja nicht so, dass man diesen Patienten, der beatmet ist, an das Gerät dranhängt und dann stellt man das ein und dann lässt man das einmal, bis am nächsten Tag der Nächste kommt. So funktioniert Intensivmedizin nicht.
sondern es braucht dieses andauernde Betreuen und auch das Einstellen auf neue Situationen. Wir haben auch per Video bei Leserinnen und Lesern, bei Zuschauern und Zuschauerinnen nachgefragt und Andreas Eisenhut aus Feldkirch hat eine Frage zu Geimpften und Ungeimpften. Meine Frage wäre, wie ist derzeit in Vorarlberg das Verhältnis Geimpfter und Ungeimpfter Patienten in den Intensivstationen? Ich habe mich heute nochmal mit dem Intensivkoordinator Oberarzt List vom Krankenhaus Feldkirch kurz geschlossen und er sagt, über alle Intensivstationen, auch jetzt gerade in der vierten Welle, hatten wir 80% ungeimpfte Patienten. Also es ist 80% sind ungeimpft, 20% sind geimpfte Patienten, wobei hier natürlich auch manchmal die zweite Impfung schon etwas länger zurückliegt. Und dann ist es so eine Sache, sind die ungeimpft nicht mehr geschützt? Aber in der Statistik sind die als geimpft. Zweimal AstraZeneca irgendwann im Februar dieses Jahres, das wäre auch nach wie vor als geimpft in der Statistik. Ja. Wie hoch ist der Prozentsatz von Corona-Infizierten bis 50 Jahren, die auf der Intensivstation versorgt werden müssen? Und da schwingt ja mit, sind es nur die Alten oder sind auch Jüngere dabei? Also ich weiß es, die exakten Prozentzahlen sind natürlich noch in der laufenden vierten Welle nicht zu erheben. Die wird sicher Oberarzt List führt eine ganz klare Statistik, wo auch Vorerkrankungen vermerkt sind, das Alter der Patienten. Jetzt vom Bereich von uns haben wir, wie gesagt, 80% Ungeimpfte. Und was auffallend ist, jetzt in der vierten Welle sind viele Patienten zwischen 30 und 60 Jahren alt. Und ein Teil dieser Patienten hat überhaupt keine Vorerkrankungen, hat keine vorbestehende Heimmedikation, also braucht keine Medikamente und ist trotzdem so schwer an Covid erkrankt, dass eine Intensivbehandlung notwendig wurde. Die Frage zeugt von deutlicher Berechnung, nur ich stelle sie trotzdem. Wer hat größere Chancen zu überleben, geimpfte oder ungeimpfte Menschen? Wir haben zufällig zwei gleich alte Patienten gehabt, einer geimpft, einer ungeimpft. Der Geimpfte mit zusätzlichen schweren Vorerkrankungen hat die Intensivstation, hat auf die Normalstation verlegt werden können und den anderen Patienten ohne Vorerkrankungen, der ist leider an Covid verstorben. Also das heißt bei Ihnen die Thematik, vielleicht können wir das auch generell mal beschreiben, wir sehen auch hier hinter uns eine Situation aus einer Intensivstation, wie bekommen Sie die Patienten, wie sind typische Verläufe, was wäre bei Ihnen das normale Arbeitsbild derzeit? Also die Patienten kommen von zu Hause, kommen ins Krankenhaus mit zunehmender Atemnot aufgrund der Covid-Erkrankung, hohem Fieber, sind dann einmal auf der Normalstation. Da bekommen Sie Sauerstoff über die normale Sauerstoffmaske oder eine Nasenbrille. Für viele der Patienten reicht das, je nachdem eine Woche, 10 Tage, und sie erholen sich von der Covid-Erkrankung so weit, dass sie wieder entlassen werden können. Dann gibt es einen Teil der Patienten, die trotz dieser zunehmenden Gabe von Sauerstoff, die Anreicherung der Atemluft mit Sauerstoff, dass das nicht mehr ausreicht, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Blutes zu erreichen, weil durch die Covid-Erkrankung sich Schwellungen im Bereich der Lunge bilden und dann der Gasaustausch eingeschränkt ist. Diese Patienten werden dann auf die Intensivstation übernommen und dann wird mit Beatmungsgeräten zuerst einmal mit einer Mund-Nasen-Maske, die sehr eng auf dem Gesicht sitzen muss, mit Druck dann der Patient Sauerstoff höher konzentriert, erhält er noch mehr Sauerstoff und erhält gleichzeitig durch, wie wenn man hineinbläst in den Patienten, das hilft ihm beim Atmen, weil die Patienten sich, wenn sie so schwer atmen, an der Sauerstoffbrille allein, sich dann auch zusätzlich erschöpfen, wenn sie immer so nach Luft ringen. Durch diese Maske muss dann gerade am Anfang auf der Intensivstation den ganzen Tag vom Patienten getragen werden. Das wird dann nur so hinten festgeschnallt. Das hat man auch in den Bildern schon gesehen,
wie das funktioniert. Der Patient muss auch mit dieser Maske in Bauchlage schlafen. Dazu kann er, bekommt er dann auch Medikamente, dass sie das aushalten. Und nur für die kurze Zeit des Essens, wenn sie herausgesetzt werden in den Lehnstuhl, da muss man wirklich sagen, sie werden herausgesetzt, weil die Patienten, wenn sie auf der Intensivstation sind, zum Teil so schwach sind, dass sie nicht mehr stehen können, geschweige denn laufen können. Im Idealfall funktioniert das dann, erholt sich die Lunge während dieser Zeit und der Patient kann dann von dieser eng sitzenden Maske immer längere Zeit nur mit Sauerstoff versorgt werden. Und es sind wunderschöne Augenblicke, wenn man sieht, dass Patienten, auch 40-, 50-jährige Patienten, dann die ersten Schritte vielleicht so da hinüber bis zur Kamera dann wieder schaffen und das mit Rollator und mit Intensivpflege und Pflegerinnen und Physiotherapie das wieder schaffen, die ersten Schritte zu machen. Bei manchen Patienten reicht auch diese Sauerstoffmaske, diese Maske nicht mehr als Atemunterstützung, also diese nicht-invasive Beatmung, und die müssen dann intubiert werden. Intubiert werden heißt, die Patienten werden in Narkose gelegt und sie bekommen dann einen Schlauch durch den Mund in die Lunge hinuntergesetzt und werden dann in der Narkose künstlich beatmet. Das, weil das ein wichtiger Punkt ist, auch in einem Krankheitsverlauf, weil für alle, die uns jetzt zusehen, der Punkt der Intubierung ist ja eigentlich von der Überlebenschance dann mehr oder weniger 50-50, würde ich das jetzt einmal im Laienjargon ausdrücken. Aber es ist tatsächlich so, dass auch erfahrene Medizinerinnen wie Sie ja durchaus sagen, die Hälfte der Patienten überlebt ab diesem Zeitpunkt. Das ist sicher so, dass aber natürlich dann nicht die Intubation selber, also das Setzen des Atmungsschlauches, das Problem ist, sondern das sind halt jene Patienten, wo die Covid-Erkrankung weiter fortschreitet, trotz unserer Medikamente, die wir unterstützend nur einsetzen können, schreitet die Vernarbung quasi in der Lunge so weiter fort, dass die Lunge so schwer geschädigt ist, dass diese weniger invasive Technik mit der Maske alleine nicht mehr ausreicht und sie brauchen diesen Schlauch. Aber wenn ich bei Ihnen liege auf Station, in Bauchlage in dem Fall und die Beatmung nicht dazu führt, dass die Sauerstoffwerte sich erholen oder mein Gesamtzustand sich erholt, wie passiert? Das ist ja eigentlich dann auch der letzte Punkt, so wie Sie das beschreiben, an dem ich mitbekomme, dass mir dieser Tubus gesetzt wird. Genau, die unmittelbare, das Setzen des Tubus, da ist man wie bei einer Narkose, bei einer Operation bekommt man das auch nicht mit. Aber wir müssen natürlich die Patienten, wir können ja nicht, das heißt immer so, naja, da setzt man diesen Patienten oder man hat unseren Angehörigen in Tiefschlaf gesetzt. Das macht so ein bisschen den Eindruck manchmal, Schlaf klingt so erholsam und dann wecke man nachher wieder und dann macht er die Augen auf und ist alles wieder gut. Das Tiefschlaf stimmt am Anfang, aber wir müssen den Patienten auch mit dem liegenden Schlauch im Hals dann wacher werden lassen, damit er wieder selber beginnt zu atmen, damit wir ihn von der Beatmungsmaschine entwöhnen können. Und da bekommt er sicher was mit wieder, oder? Natürlich bekommen die Patienten Medikamente, die ihre Schmerzen lindern, dass man nicht dauernd so wirkt, wenn der Schlauch da drinnen steckt. Es sind ja dann noch andere Schläuche, die Intensivpatienten brauchen. Der kann ja dann nicht mehr selber essen, einen Schlauch durch die Nase für die Ernährung benötigt, die Schläuche am Hals oder unter dem Schlüsselbein für die Medikamentengabe, vom Blasenkatheter angefangen, über all diese Schläuche, die der Patient dann braucht. Und dann kann man sich vorstellen, wenn natürlich dann große Patienten oder halt schwer kranke Patienten einmal am Tag in Bauchlage gebracht werden müssen, weil das ist ganz wichtig, dass die Lunge besser belüftet wird, auch die abliegenden Teile, dass das besser geht, sodass man dann schauen muss, wie viel man da Personen braucht zum so einen Drehen, damit alle diese Schläuche drinnen bleiben, dass der Patient optimal sich gut lagert, dass er keine Druckstellen kriegt, weil er muss dann über 12 bis 14 Stunden in Bauchlage beatmet werden. Da braucht man dann schon einen Arzt und zusätzlich drei Pflegekräfte, die uns helfen, diesen Patienten umzudrehen, in Bauchlage zu bringen und dasselbe am nächsten Tag wieder zurück.
Eine Frage, die uns hier erreicht hat, ist, dass es insgesamt 5 Spitäler, beziehungsweise also Spitäler, sagen wir so, in jeder Stadt Vorarlberg mindestens gibt. Wieso hat man nicht 2 Spitäler auf die Corona-Krise ausgerichtet und in einem anderen könnte der normale Betrieb weitergehen? Gut, diese Entscheidung fällen nicht wir vor Ort. Diese Entscheidung fällt die Taskforce, die sich das genau anschaut. Wir sehen, dass es natürlich schon schwierig ist, wenn 2 Spitäler quasi geschlossen werden für auch Nicht-Covid-Patienten, sodass dann für die Nicht-Covid-Patienten die Wege in das Krankenhaus deutlich weiter sind, sodass natürlich viele zusätzliche Fahrten, nicht nur Covid-Patienten, von A nach B gefahren werden müssen, sondern auch Nicht-Covid-Patienten in weiter entfernte Häuser legen, sodass wahrscheinlich aus diesem Grund auch darauf geachtet wird, dass wir das dezentral lösen. Außerdem, wenn wir denken, dass wir heute 24 Intensivpatienten haben, kommen wir schon allein die Intensivpatienten kriegen wir nicht in diesen Spitälern unter. Also die müssen sowieso dann in andere Häuser gehen, sodass das wohl die Entscheidung ist. Aber da gibt es einen ganz klaren Plan von der Taskforce, die entscheidet, wann welche Eskalationsstufe ist und wann wo Patienten betreut werden müssen, dass man das Personal dementsprechend auch austauschen kann und von oder zuordnen muss. Eine oft wiederholte Behauptung von Impfgegnern, aber auch diesen Corona-Demos hat man das kürzlich gehört, die FPÖ-Politiker Vilakovic, die ja bemerkenswerterweise auch ein Medizinstudium absolviert hat, hat behauptet, dass die Intensivstationen nur deshalb so voll seien, weil dort lauter Menschen mit Impfschäden liegen würden. Liegen wirklich so viele Patienten mit Impfschäden auf den Intensivstationen? Also nachdem wir diese Aussage in den Medien gehört haben, haben wir dann sofort einmal in Feldkirch angerufen, weil wir in Bregenz hatten keinen Intensivpatienten, der durch einen Impfschaden auf der Intensivstation gekommen ist. Und auch das hat mir Oberarzt List heute bestätigt, dass in Vorarlberg kein Patienten wegen Impfschäden auf einer Intensivstation gelandet ist und dort behandelt werden musste. Das heißt dann Haufen Corona-Patienten, 80% davon ungeimpft, aber niemand mit einem Impfschaden. Richtig. Was sind überhaupt Impfschäden? Diese Impfschäden, ich habe auch mit dem leitenden Oberarzt der internen Abteilung noch gesprochen, wie viele Patienten mit Impfschäden auf der Normalstation behandelt wurden. Und der sagt, sie hatten im Frühjahr eine Handvoll Patienten, die wegen stärkerer Kopfschmerzen oder hohem Fieber aufgenommen werden mussten und dann ganz genau abgeklärt wurden, wo ein CT gemacht wurde, weil man damals vor dieser Thrombose im Gehirn solche Angst gehabt hat. Aber auch das hat sich nicht bestätigt. Also die Intensiv, das eigentlich sind die Impfschäden oder eben Nebenwirkungen, die eine stationäre Behandlung notwendig machen, sind die sogenannten Thrombosen. Und da hat es einen Patienten gegeben, der hatte aber im Vorfeld schon einmal eine Thrombose in der Lunge, also eine Lungenembolie, und hat dann in Nähe zur Impfung wieder eine Lungenembolie gehabt, wobei da nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob das wirklich ein Impfschaden ist. Also auch er sagt, es waren bei Patienten stationäre Behandlung wegen stärkeren Kopfschmerzen, wegen höherem Fieber, also allgemeine Reaktionen auf die Impfung, die dann zur Beobachtung 1-2 Nächte stationär im Krankenhaus waren, genau durchuntersucht wurden und es hat sich kein Impfschaden nachweisen lassen. Vor allem bei Jungen ist ja auch die Thematik der Herzmuskelentzündung im Gespräch. Stefan B. fragt uns, ist es für unter 30-Jährige ohne Vorerkrankung nicht gefährlicher, einen Impfschaden zu bekommen, als auf der Intensivstation zu liegen? Das ergibt sich aus meiner vorigen Antwort. Wir hatten keinen Patienten mit Impfschaden auf der Intensivstation, aber wir hatten unter 30-Jährige mit schweren Covid-Verläufen auf der Intensivstation. Also die Komplikation der Covid-Erkrankung per se, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, ist deutlich höher, wie das Risiko durch eine Impfung eine Herzmuskelerkrankung zu bekommen. Anschließend an das, was wir vorher hatten, nämlich das individuelle Lagebild auf der Intensivstation, dieser Alltag aus Wänden und eben hauptsächlich Beatmung, auch mit Druck,
Was heißt das, wenn man wegen Covid auf einer Intensiv landet? Wie schlecht geht es den Patienten dann? Vielleicht auch da nochmal erklärt, bis wohin kann die Vorarlberger Medizin? Wie sieht es dann mit weiteren Maschinen aus? Da gibt es ja auch immer mal wieder das ECMO, über das dann gesprochen wird. Was muss man sich genau darunter vorstellen und wie sieht es in diesem Bereich aus? Also wir hatten einige Patienten, die wir nach Innsbruck verlegt haben an die ECMO. Das heißt, wenn durch die Beatmung, durch den Schlauch, durch hohe Drücke bei der Beatmung der Sauerstoff nicht mehr ausreichend ins Blut gelangt, beziehungsweise das CO2 nicht mehr ausreichend aus dem Blut herausgewaschen werden kann, die Lunge so stark geschädigt, dass sie diese Leistung nicht übernimmt, gibt es diese sogenannte ECMO. Da wird über Filter quasi die Lunge vorübergehend ersetzt. Dann wird mit Innsbruck oder mit Wien Kontakt aufgenommen, habt ihr einen Platz an so einer Herz-Lungen-Maschine frei? Und dann wird der Transport organisiert, spezielle Intensivtransporte kommen dann, bauen diese Geräte ein bei uns in den Krankenhäusern und begleiten diese Patienten dann an die Kliniken, wo diese ECMO dann gemacht werden kann. Wir hatten durchaus Patienten, knapp 60-jährige Patienten mit einem schweren Verlauf, die dann von der ECMO wieder entwöhnt werden konnte und wo das gut ausgegangen ist, aber wir hatten leider auch einige Verläufe, wo trotz des Einsatzes der ECMO die Lunge dann so stark geschädigt ist, dass sie die Funktion nicht mehr wieder aufnehmen kann und die versterben dann auch an der ECMO in Innsbruck. Wir hatten vorher diese Intubation als einen wichtigen Punkt in der Behandlung oder im weiteren Krankheitsverlauf beschrieben. Dazu sind auch eine Vielzahl an Fragen eingetroffen. Eine möchte ich noch nachreichen. Eben, warum nicht alle Menschen die Chance haben, nach einer Intubation gesund zu werden? Das hat mit der Covid-Erkrankung an sich zu tun. Die Covid-Erkrankung setzt Entzündungsreaktionen in Gang in der Lunge, die Lunge zerstören. Und wenn dieser Prozess durch Medikamente und durch die vorübergehende Beatmung nicht gestoppt werden kann und es zu einem Fortschreiten dieser Zerstörung der Lunge kommt, dann kann auch nicht mehr beatmet werden, weil der Weg zwischen der Luft und dem Blut so dick wird, dass da einfach nichts mehr durchgeht. Und das, wenn die Lunge zerstört ist, kann sich die, wenn sie so, das ist so ähnlich wie wenn sie vernarbt. Wenn die so stark vernarbt ist, dass das Gewebe so dick ist und so hart ist, dann kann sich die nicht mehr erholen. Eine gewisse Zeit kann sie sich wiederholen, dann können Patienten entwöhnt werden von der Beatmung. Aber wenn der Prozess so weit fortschreitet, dass die Lunge zerstört ist, dann kann man sie nicht wieder rekrutieren oder die kommt dann, die ist kaputt. Einige Fragen behandeln sich auch mit der Angehörigenperspektive. Ich will vorausschicken, wenn normalerweise jemand im Krankenhaus landet, da muss man mindestens Milcherherzen oder Blumenstrauß bringen, den man im Kiosk vorher noch eilig gekauft hat. Im Ernst, die ganze Familie will sich um einen kümmern, nimmt Anteil, möchte unterstützen. Wie sieht es im Fall von Covid-Patienten aus? In dieser akuten Phase und derzeit sind sowieso im gesamten Krankenhaus die Besucher verboten oder maximal ein Besucher. Wir haben Ausnahmemöglichkeiten für die Schwerstkranken, wenn's sehr schlecht steht, dass sie sich dann zum Verabschieden ins Krankenhaus kommen. Aber wir haben immer wieder Gespräche mit den Angehörigen am Telefon. Jetzt habe ich meinen Vater schon 3 Wochen nicht besucht, weil er durfte auf der zuerst auf der Normalstation nicht besucht werden, weil er infektiös ist. Dann kommt er auf die Intensivstation. Dürfen Sie wieder nicht herein? Wie geht's? Ich stelle mir das für die Angehörigen äußerst schwierig vor und das beschreiben auch Patienten, die keine Besuche erhalten durften und Angehörige, die sich nicht selber überzeugen konnten, wie geht's meinem Vater, meinem Bruder, meinem Kind? Der traurigste aller Ausgänge, der ist in Vorarlberg immerhin 417 Mal bis zum heutigen Tag passiert, seit Anbeginn dieser Pandemie, nämlich dass exakt diese 417 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit dem Coronavirus im Körper verstorben sind. Über 30 allein waren es in den vergangenen Tagen. Heute und gestern glücklicherweise keine Todesopfer zu beklagen, aber allein aufgrund der Sterblichkeitsraten ist natürlich auch hier noch ein weiterer Anstieg zu erwarten. Auf der Intensivstation muss es dann ja auch jeweils ein Leichensack am Ende sein, einer aus Plastik, der dann zugezippt wird. Das ist keine einfache Tätigkeit und eine, die auch das medizinische Personal sehr belastet. Wie kann man denn überhaupt
Abschied nehmen? Wie geht das? Wie kommen dann in die Pathologie? Wie geht das weiter? Naja, da wird dann, klar, wir machen dann auch immer, wenn ein Patient verstirbt, wird dann in klinischen Konferenzen besprochen, hätten wir etwas anders machen können, was haben wir übersehen, das wird ja analysiert, warum stirbt dieser Patient. Aber wie gesagt, es ist ja absehbar dann, dass die Lunge so weit zerstört ist. Wir haben die Bildgebung dazu, das CT, das uns dann furchtbare Bilder zeigt, dass diese Lunge so schwer geschädigt ist. Das wird uns dann halt auf der Pathologie noch bestätigt, oder? Dass man sagt, okay, das ist mit dem Überleben nicht mehr vereinbar, weil die Lunge durch Covid so schwer geschädigt ist, dass es mit dem Überleben nicht vereinbar ist. Was nehmen Sie aus den Gesprächen mit den Patienten, die zu Ihnen auf die Intensivstation kommen, wenn es zu 80%, wie Sie sagten, Ungeimpfte sind? Gibt es da sowas wie, hätte ich mich nur geimpft oder keine Einsicht oder solche, die Ihre Meinung nach wie vor vertreten? Welche Eindrücke nehmen Sie damit? Also ich habe durchaus auch von Mitte 50-jährigen Patienten gehört, die zu mir dann gesagt haben auf der Intensivstation, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir und meiner Familie vieles erspart durch diese Impfung und ich war unvernünftig, dass ich mich nicht vorher geimpft haben lasse. Also da gibt es schon welche, es gibt auch die trotzdem nicht glauben. Man hört auch manchmal solche Geschichten wie, naja, jetzt ist mein Angehöriger auf der Intensivstation, der hat so schwer Luft bekommen, was hat er jetzt wirklich? Wenn man dann sagt, nein, der hat Covid, nein, das gibt's nicht. Also es gibt auch diese Menschen, die nach wie vor dann nicht glauben, dass es Covid ist und die dann sagen, die sind an was anderem gestorben. Naja, an Luftnot, aber die kriegt man nicht einfach so. Nach allem, was Sie jetzt auch über die Omikron-Variante gehört haben, wie sorgenvoll blicken Sie tatsächlich auf den Januar? Natürlich beachten wir sehr problematisch diese Zahlen, die da in England, wie das weitergeht, wie die Verläufe sind. Das ist ja letztendlich das für uns Entscheidende, wie viele werden so schwer krank, dass sie dann Intensivtherapie benötigen oder auch schon nur allein ins Krankenhaus kommen. Eigentlich haben wir geplant, jetzt mit Anfang Dezember, wo wir den Dienstplan für Jänner gemacht haben, dass wir im 10. Jänner voll durchstarten, alle Operationssäle wieder offen sind und uns dran machen, die jetzt verschobenen Operationen nachzuholen, um mit Vollgas hineingehen. Ich muss natürlich sagen, wenn man Personal von der Anästhesiepflege auf die Intensiv zusätzlich einsetzt, dann können wir natürlich die Operationssäle nicht in dem Ausmaß weitermachen, weil wir zu wenig Personal haben. Und auch Operationen, sehr große Operationen, wo im Anschluss an eine mehrstündige Operation ein Intensivaufenthalt notwendig ist, die mussten verschoben werden, weil kein Intensivplatz frei ist. So dass dann immer jongliert wird, wenn dann halt sich ein Licht auftut, okay, die müssen jetzt diese Operation machen, da müssen wir mehr Patienten übernehmen, damit dieses Bett frei ist für einen geplanten Eingriff, der dann eine Intensivbehandlung braucht. Aber es sind natürlich auch einfach nur, wenn man statt 5 Operationssälen nur noch 3 laufen hat, müssen Patienten verschoben werden und nicht so ganz dringliche Operationen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Und es ist sehr bitter für Patienten, die natürlich Operationen vor sich hatten, jetzt im Dezember, die dann jetzt verschoben wurden auf Jänner, sind natürlich auch Schmerzpatienten darunter, Hüftoperationen bei schwerer kranken Patienten, wo man erwartet, dass sie dann vielleicht auf die Intensiv kommen, sagen wir, okay, das geht sich jetzt nicht aus. Tumorpatienten werden, wenn sobald irgendwo nur ein bisschen eine Chance ist, werden die natürlich vorgenommen, weil da kann eine Verzögerung von mehreren Wochen sehr schwerwiegende Folgen für den Patienten haben. Gar nicht so einfach, was da momentan in dieser größten Forderung unseres Gesundheitssystems gemacht werden muss. Frau Dr. Riedlinger, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, die Fragen unserer Zuseherinnen und Zuseher zu beantworten und uns versucht haben, einen Einblick zu geben in diese für uns so fremde Welt. Danke für die Einladung.